Willkommen hier zu einer neuen Map-Vorstellung. Möchte ich euch heute hier die Frazenda Bakuri V2 vorstellen? So wie ich das feststellen konnte, handelt es sich hier um eine portugiesische Map. Gehe mal davon aus, weil da ich mal so geschaut habe und denke mal, das ist das wegen der Schrift. Und ja, hier sind wir an uns ein Joint-Punkt, wie wir ja sehen. Der Hof ist sehr interessant gemacht, wie man ja sieht. Schrift ein bisschen, ja, zum Teil, wenn man hier rangeht, ein bisschen pixelig. Hier diese Textur zum Beispiel kann man, wenn man hier rangeht, nicht genau sagen, was es ist. Da haben wir ja unser Hofsilo. Der wurde hier ein bisschen umgestaltet. Und hier vorne dann ist unser Farmsilo. Da kann man drunter fahren, dann R drücken und auswählen, was man befüllt haben möchte von uns im Lager. Und ich denke mal, wir schauen jetzt erstmal hier die PDA an, aber davor tue ich mal ganz kurz mal den Autosave, das mal abschalten. Und das Stop and Go das mal ausschalten und die Zeit mal zurückstellen auf Echtzeit. Und da sehen wir hier, wir haben 11 Felder. Hammer. Uns gehört die 3 und die 1 und wir haben hier 6 Verkaufsstellen, wie wir sehen. Und hier haben sie auch schön die Fruchtsorten also umgestaltet, als wie sie original. Aber voll Wolle haben sie so nett das kleine Schäfchen reingemacht, finde ich ganz gut. So kann man besser sehen, wie jetzt da was genau ist. Das finde ich super gemacht. Dann haben wir hier auch noch Missionen, wie wir sehen. Da wurden ja andere Bilder reingemacht. Finde ich irgendwie interessant, dass da andere Bilder reingemacht worden sind. Vielleicht wahrscheinlich von denen, die was jetzt hier die Karte gemacht haben. Also so wie ich gesehen habe, ist die hier in 3 Monaten Arbeiten gebaut worden. Hier handelt es sich um eine Multifruit-Karte. Wir haben ja auch gesehen hier, nach die Fruchtsorten hier. Haben wir hier Weizen, Gerste, Hafer, Baumwolle, Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen, Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Ölrettich, Pappeln, Gras, Zuckerrüben, Karotten haben wir drin. Na, können wir das hier weiter scrollen? Karotten. Dann Früchte, 2 Zwiebeln, Hirse, Soja, Roggen und Leckbein. Keine Ahnung, was das ist. Weiß ich nicht, was das ist. Keine Ahnung. So, dann sieht man ja einmal das hier. Dann unsere Startfahrzeuge. Wollen wir ja auch wissen. Ich habe so schnell geklickt. Ja, hier haben wir hier einen John Deere, der R7310. Dann haben wir einen Drescher von John Deere. Dann haben wir hier einen Hänger von Josken, dann haben wir hier einen Überladewagen, wie wir sehen. Ein passendes Schneidwerk für Körner, Mais und Sonnenblumen, wie wir sehen. Dann haben wir hier eine Sämaschine. Für was ist die jetzt? Also Sonnenblumen ist sie nicht, also Gras, Soja und Raps. Und dann haben wir hier eine andere Sämaschine für die ganzen Getreidesorten, kann man aber auch Gras und Raps und Soja einsehen. Dann haben wir hier große Kuhweide, Schweinestall haben wir einen großen, große Schafweide und Pferdestall und Nachbars Lumpi-Hundehütte haben wir hier, große Farmsilo und das Farmhaus haben wir hier auch. Und ich denke mal, wir werden dann gleich mal in die Lüfte gehen. Können wir schnell durchschauen. Und da bekommen wir halt dieses gewohnte Aero, wie wir sehen, hier das HTTP-Code 0. Eigentlich Aero ist es nicht, da steht nur Info jetzt mal da. Zuletzt hatte man Aero mal da stehen. Deswegen habe ich das gesagt. So, machen wir gleich mal durch. So, jetzt haben wir das jetzt. Dann können wir ja mal in die Lüfte gehen und uns mal die Map mal natürlich von oben anschauen. Wie wir sehen, haben wir hier relativ gerade Straßen, also hast keine Kurven drin. Ja, für die, was rumheizen wollen, für
Den ist es natürliches Paradies. So, mal schauen, dass wir ein bisschen schneller agieren können. Die Zeit wollen wir nicht vordrehen. So. Wollen wir mal schauen, ob ich jetzt wirklich schneller bin. Ja. Nein. Aber jetzt sind wir schneller. Jetzt können wir mal raufgehen und die Karte von oben anschauen. So, da haben wir hier schöne Felder. Wie wir mal sehen, da haben wir jetzt hier vorne eine Halle noch, unser Farmhaus. Dann haben wir hier vorne, wie wir ja sehen, unsere Hühner. Dann haben wir hier uns ein Schaf. Und hier unsere Pferde haben wir auch da. Da haben wir unsere Schweine. Die Tore bei den Hallen, die gehen leider nicht auf. Da haben wir unsere große Kuhweide. Die ist wirklich groß. Dann haben wir jetzt hier ein bisschen Wald, wie wir sehen. Das Tor geht automatisch auf. Da kann man ja auch gleich bald nach unten gehen. Sehen wir jetzt da hier, wenn ich jetzt näher rangehe, dann geht das Tor auf. Ganz gut gefällt mir hier, wenn wir da vorne rankommen. Die haben da so Beleuchtung irgendwie eingebaut. Wo ist es jetzt nochmal? Hier ist es nicht. Wo haben sie denn das jetzt da? Hier ist jedenfalls hier die Abladestelle. Sieht man hier Scania dastehen. Oder ist es bei den nächsten, wo ich das gesehen habe? Schauen wir gleich. Da haben sie so LED beleuchtet, das gefällt mir ganz gut jedenfalls. Dürfte wahrscheinlich dann hier sein. Wir schauen uns ran, dass wir uns das anschauen können, die Abladestelle. Nein, das ist hier nicht. Dann wo ist es nochmal? Naja, hier haben wir jedenfalls auch eine Verkaufsstelle hier vorne. Dann haben wir hier die BGA. Genau hier, da. Das ist das, was ich gemeint habe. Das sieht ja echt cool aus, oder was sagt ihr dazu? So beleuchtet mit Blinken. Also mir gefällt das relativ gut. Dann haben wir hier drin ja also eine Verkaufsstelle, wie wir mal sehen. Und dann haben wir hier vorne unsere vier Fahrsilos. Also mir gefällt das relativ gut. Dann haben wir hier ein Umspannwerk, wie wir sehen. Und ganz gut gefällt mir das mit dem Förderband hier. Wo du Kalk dann aufladen kannst. Das ist echt super animiert. Dann haben wir hier vorne unser Sägewerk. Auch sehr gut gemacht. Und hier vorne haben sie es auch so mit dem Blinken her drin. Und da haben sie den Häcksler oder was das sein soll. Da haust es rein und nachher dann bekommst du dein Geld. Dann haben sie hier viel Deko, wie wir mal sehen. Dann haben sie hier die nächste Verkaufsstelle. So zum Reinfahren. Ganz schick gemacht. Dann haben sie hier Fußballplatz. Dann können wir mal schauen, haben sie den Ball auch da. Ich meine, ist hier kein Ball. Vielleicht gibt es ja auch mal einen. Dann haben sie hier eine kleine Siedlung. Eine Baustelle, wie wir sehen, drin. Dann haben wir hier vorne unseren Händler. Innen drin, da hast du deinen Shop, wo du reingehen möchtest. Wie ihr siehst. Und dein Bankomat. Und hier vorne haben sie gemacht, hier die Stelle für die Fahrzeuge zum Richten oder wenn diese umbauen möchtest, also andere Reifen Variante. Da haben wir hier unsere Texaco Tankstelle, wie du siehst. Kommen auch mal so langsam mal so vorgehen. Dann haben wir hier unsere Molkerei, wo du die Milch hier vorne verkaufen kannst.
Und dann haben wir hier noch eine Verkaufsstelle. Das sieht hier aus hier für Stroh oder was. Haben wir aber auch Deutschen. Schauen wir mal vor. Jedenfalls haben sie sich hier was einfallen lassen, dass es nicht alles eintönig ausschaut. Als Getreide. Also irgendwo haben sie einen Strohverkauf auch, weil das steht da in der Beschreibung drin. Die Beschreibung, was ich da habe, denn die tue ich euch unten hier in die Videobeschreibung natürlich mit rein. Da könnt ihr auch ein bisschen nachlesen davon, was die eigentlich hier reingemacht haben. Die haben auch sehr starken Regen hier verbaut. 4 bis 16 Stunden ist der Regen dann. Also die haben sich hier schon was einfallen lassen. Muss ich da dazu sagen. Ja, wenn dir das Video natürlich gefallen hat, dann schaust natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus. Grüß euch. Euer Franz.